Fangen wir doch mal direkt an. Das war wirklich sehr, sehr inspirierend. Danke, Kerstin, auch für deine sehr persönlichen Stories. Wenn du jetzt noch mal draufschaust so auf deine Karriere, was waren denn so Schritte, die dir persönlich auch geholfen haben? Wir haben es von Brigitte schon gehört, so sich auch mal zu trauen, auch mal auf eine Bühne zu gehen. Vielleicht kannst du dich an deinen ersten Impulsvortrag erinnern. Und wie war das? War das easy oder eher schwer? Meinen ersten Vortrag, den ich gehalten habe? Ja. Ja, schon so, dass ich denke, muss das sein? Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. So. Das heißt, wenn mich jemand fragt, hast du Lust, einen Vortrag zu halten, und ich ehrlich gesagt, ich rede lieber über Quora als über mich, dann sage ich erstmal, ja, sicher. Und dann im zweiten Schritt ist es dann so, dass ich denke, hast du so eigentlich nur alle? Und dann, then I'm figuring it out. Und ich glaube, dieses... Und möglicherweise ist das auch, das ist vielleicht einer der Unterschiede, die ich bemerke zwischen Deutschland und Amerika. Diese Flexibilität, die in Amerika schon vorherrschend ist, was oder Bedenken, die es nicht so gibt wie hier. Wenn in Amerika... Nehme ich einen neuen Job an, egal ob ich eine Stunde im Stau stehe jeden Tag oder ob ich vielleicht umziehen muss. Das sind hier eine Freundin von mir, die sucht gerade einen neuen Job, die wägt ab, die guckt, aber im Moment fahre ich nur 20 Minuten und mit dem neuen Job muss ich irgendwie noch zweimal die S-Bahn wechseln und so. Das sind Gedanken, die hat man in Amerika irgendwie so nicht. Ist das eine kulturelle Sache? Ich glaube, ja. Womit hat das auch? Ich glaube, das ist eine kulturelle Sache. Und das andere ist, und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe schon das Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl in Amerika ist ein anderes. Das... dieses Zusammenhalten und auch aus der Gemeinschaft heraus Hilfe zu bekommen, ist in Amerika ganz verbreitet. Und ich glaube, sogar das geht zurück darauf, wie Amerika gegründet wurde. Wenn das nicht damals da gewesen wäre, dann wäre Amerika nicht das, was es jetzt ist. Es gibt so wenig soziale Netze. Es gibt fast gar keine sozialen Netze. Ja? Amerika ist so brutal hart zu dir, wenn du krank bist, wenn du arbeitslos bist, wenn du alt bist. Und deswegen organisiert sich Amerika aus Netzwerken und der Community heraus. Das heißt, ohne meine Community wäre ich nichts. Und da kommt dann wieder, da komme ich dann wieder zurück auf das It takes a village. Und auch die persönlichen Cheerleader, die man sich dann in dieser Community suchen kann. Das, was weiß ich, wenn ich einen Vortrag halten muss und möglicherweise denke, warum denn ich? Und jetzt soll ich auch noch über mich reden. Dass ich dann aber vielleicht eine Freundin habe, die sagt, das kannst du, mach das mal, glaub mal an dich, kriegst du schon hin. Brigitte, wenn wir gerade bei diesem Vergleich jetzt nochmal Deutschland und vielleicht auch nicht nur Amerika, sondern andere Länder bleiben. Du hast dich ja auch und setzt dich ja auch noch sehr stark ein mit der Lionesses of Africa, mit der Initiative, die auch das Thema Unternehmertum in Afrika sehr stark fördert. Was beobachtest du bei diesen Frauen? Haben die einen anderen Zugang, was so das Thema auch, ich stelle mich wohin, Personal Branding, ich kommuniziere. Können wir da von anderen Ländern auch was lernen oder ist das vielleicht gar keine Mentalitätsgeschichte? Doch, ich glaube auch, dass das eine Mentalitätsgeschichte ist. Ich glaube aber, bin ganz bei dir, wenn du sagst, das ist was, was die Amerikaner quasi in der DNA haben. Und das ist in Afrika nicht so und schon gar nicht bei den Frauen. Also die Frauen in Afrika haben es echt nicht leicht und müssen sich sehr stark durchsetzen. Und ich muss sagen, ich ziehe da meinen Hut immer vor denen, wie die es schaffen, auch unter logistischen Bedingungen, die ja überhaupt nicht mit unseren zu vergleichen sind, oder in vielen Fällen wenigstens nicht zu vergleichen sind, sage ich mal so, ist nicht alles Kapstadt und Johannesburg, wie die schaffen, dann erstens eigene Ideen zu entwickeln, sowas umzusetzen und sich dann eben auch auf dieser Plattform Lionesses of Africa zu organisieren. Das ist eine Plattform, die nur weibliche Gründerinnen aufnimmt, promotet
und auch die Möglichkeit schafft, dass die sich vorstellen in Pitches overseas. Also wir haben die in Berlin gehabt beispielsweise, die waren in London und da finden sogenannte Africa Startup Nights statt, wo die sich vorstellen und eben Kontakte suchen, weil das ist das A und O für die, dass sie dann überhaupt was werden können. Und wir haben das auch einmal bei einer Reise des Bundespräsidenten Ende letzten Jahres in Ghana gemacht, vor Ort mit der deutschen Wirtschaftsdelegation, die da dabei war. Und es war großartig zu sehen, wie diese, ich weiß nicht, wie alt wird die gewesen sein, um die 30 Jahre, eine stark spastisch gelähmte Frau, wie die das geschafft hat, erstens als wirklich schwerbehinderte Frau in Afrika ein Unternehmen aufzubauen mit 30 Leuten. Das muss so eine geniale Idee gewesen sein. Ich gestehe, ich habe es nicht kapiert, dass wenigstens unsere Unternehmer alle gleich gesagt haben, mit der müssen wir sofort in Kontakt kommen. Also das schafft dann die Möglichkeit, dass die Overseas überhaupt was verkaufen können, weil das, sonst ist es oft schwer, ne? So, da den Eintritt zu schaffen, den Markteintritt zu schaffen. Mhm. Du hattest vorhin auch sehr stark darüber gesprochen, okay, was muss es eigentlich für Rahmenbedingungen geben, was muss der Staat vorgeben, was müssen auch Unternehmen selbst machen. Jetzt haben wir in den Panels davor, also am Vormittag, auch schon viel über den Zusammenhang von Innovation und Diversity gesprochen. Und es gibt eine Studie von Accenture, die besagt, dass durch die Digitalisierung die Karrierechancen wirklich auch speziell von Frauen in dem Fall erhöht werden, und zwar nicht nur, und das sage ich nochmal ausdrücklich, des Themas Vereinbarkeit Familie und Beruf, sondern vor allem auch des Themas, wegen, weil wir neue Berufsfelder haben. Chief Innovation Officer, Chief Digital Officer. Kerstin, gerade aus deiner Expertise in den USA, siehst du das, dass man sagt, okay, wir brauchen tatsächlich Diversität im Innovationsbereich, weil je diverser man ist, ist man auch innovativer, gerade auch im Silicon Valley, oder ist das eine Geschichte, wo du denkst, funktioniert ja irgendwie auch so scheinbar? Doch, das hilft. Doch, ich glaube schon, aber ich würde vorher ansetzen, bevor es dazu kommt, dass diese Jobs besetzt werden, die es dann durch Digitalisierung gibt und die alle, die es vor 20 Jahren so nicht gibt, auch Studiengänge, die es vor 20 Jahren nicht gibt. Und dann auch wieder zu diesem Frauenthema. Klar, haben wir möglicherweise mehr Möglichkeiten, aber es gibt noch nach wie vor viel zu viele Vorurteile, was diese Jobs betrifft, was diese Jobs beinhaltet und wie ich auch dazu hinkomme. Jetzt ist es so, und damit meine ich, wie können wir junge Frauen, wie können wir schon Mädchen dazu bringen, sich für solche Jobs überhaupt zu interessieren? Ich glaube, dass noch relativ viel Vorurteile vorherrschen. Es gibt viel zu wenig repräsentative Vorbilder und Vorbilder gibt, was weiß ich, der Coder in irgendwelchen TV-Serien ist immer der Typ im Kapuzenpulli. Und wer hat schon Mathelehrerin gehabt, wer hat schon eine Physiklehrerin gehabt? Also ich nicht. Und das ist aber etwas, wo wir in Amerika sicherlich einen Schritt weiter. Diese Education Gap ist fast geschlossen. Also ich kenne in Amerika sehr, sehr viele junge Frauen, die Informationstechnologien studieren. Und ich kenne ganz, ganz, ganz viele junge Ingenieurinnen, Software-Ingenieurinnen. Ja, und wo arbeiten die dann, wenn nicht bei Google und Fest? Also wir haben, bei uns bei Quora haben wir 35% Frauenanteil. Bei den Programmiererinnen? Ja, bei den Programmiererinnen zum Beispiel. Ich kenne aber in Deutschland, in meinem Alter, ich habe keine einzige Freundin, die Software-Ingenieurin ist oder die etwas Ähnliches studiert hätte. Aber ich sag mal, also ich meine, die Frauen gibt es ja durchaus auch in Deutschland. Da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, okay, sie gibt es, aber sie sind halt vielleicht oft nicht visibel. Und es liegt irgendwie an verschiedenen Komponenten. Das eine ist, wie sind die Rahmenbedingungen? Die hat ja Brigitte schon skizziert. Das andere ist, was kann man als Individuum machen? Also, du hast das Thema Education angesprochen. Brigitte, blick vielleicht auch in die Schulen nochmal. Wie können wir denn da tatsächlich konkret ansetzen, um junge Mädels für, und zwar nicht nur Programmieren, sondern vor allem für Digitalberufe konkret zu begeistern?
Naja, unser Antritt ist ja immer diese sogenannten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, dafür junge Mädchen zu begeistern. Und das machen wir seit über 20 Jahren mit dem Girls Day und mit allen möglichen Programmen. Inzwischen, dankenswerterweise, wenigstens in Berlin, gibt es auch eine Menge privater Initiativen, wo Kids am Samstag coden lernen können. Das Problem für meine Begriffe als Sozialdemokratin ist dann immer nur, da kommen die Kinder hin, deren Eltern sich halt so ohnehin um sie kümmern. Aber nicht die Kinder, die eben keine Förderung von zu Hause noch mal kriegen. Und deswegen bin ich so sehr dafür, dass Programmieren in die Schulen kommt. In irgendeiner Form muss das da gelernt werden und muss das Handling gelernt werden, wie ich mit dieser Technologie umgehen lerne. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Programmierer oder jede Programmiererin werden sollte. Völliger Blödsinn. Wird ja auch nicht jeder Englischlehrer oder macht irgendwas mit Englisch, der in der Schule Englisch lernt. Also insofern ist das Quark. Aber man muss es halt verstehen, wie das überhaupt funktioniert, damit man dann auch weiß, beispielsweise bei diesen ganzen Debatten, welchen Bildern kann ich noch glauben, welchen Filmen kann ich noch glauben und so weiter und so fort, damit ich mir überhaupt mal vorstellen kann, wie funktioniert sowas eigentlich. Also das halte ich für unabdingbar notwendig, dass es da mindestens mal ein Jahr oder zwei so extra Unterricht gibt. Und wir, wie gesagt, wir haben diesen Calliope entwickelt hier in Deutschland. Das ist so ein kleiner Raspberry Pi Computer, der in die dritten Grundschulklassen gegeben werden soll, wo man dann mit den Kindern das übt. Und da kann man ganz schön programmieren. Ich habe das halt auch schon promotet und war da schon. Und dann hatten die halt programmiert, hallo Frau Zypris, und waren total stolz, dass sie die paar Worte da eben auf ihren kleinen PC da drauf geschafft haben. Und sowas wollen wir halt machen. Dazu suchen wir an allen Städten und in allen Bundesländern jetzt Unterstützung. Wie gesagt, so ein Teil kostet um die 30 Euro. Das ist auch alles überschaubar. Und es gibt viele Unternehmen, die dann sagen, okay, meine Beschäftigten stelle ich ab. Die machen sowas dann auch mal und bilden auch Lehrerinnen und Lehrer fort. Denn die müssen es ja eben auch immer erst mal lernen. Das kann schon funktionieren. Mhm. Wenn wir jetzt vom Bildungsbereich uns mal Richtung Politik bewegen, du hattest in einem deiner Keynotes, bei der ich auch zufälligerweise dabei war, gesagt, naja, ganz selbstkritisch muss ich auch sagen, die Politik ist, was das Thema Digitalisierung betrifft, auch noch, sagen wir mal, hat noch Nachholbedarf, ja, muss noch ein bisschen was tun. Wenn ich mir jetzt so die Leute angucke, die in der Politik sind und auch im Parlament sitzen, sind es diejenigen, die tatsächlich die Digitalkompetenz mitbringen, um unser Land fit zu machen für die Digitalisierung? Also ich weiß nicht, ob man eine eigene Digitalkompetenz unbedingt haben muss, um zu sagen, das ist das, was politisch erforderlich ist. Ich würde mal behaupten, das kann man auch sich anlernen, wie man sich in der Politik ja vieles anlernen muss. Man müsste es dann nur mal umsetzen. Und da fehlt es bei vielen. Also für meine Begriffe fehlt wenigstens die Einsicht in die Notwendigkeit, dass wir in Deutschland da schneller werden müssen. Die politischen Prozesse sind zwar langsam und das hat auch alles seine guten Gründe, aber wir müssen da stärker mit solchen kleinen Bereichen arbeiten, wo man auch mal was ausprobieren kann. Reallabore haben wir sowas mal genannt. Mein Beispiel ist immer die Drohne. Das ist eine Technologie, da haben wir in Deutschland super Startups. Und was können die alle? Die können alle ihre Teile hier nicht fliegen lassen, weil die Genehmigung eben einfach so aufwendig ist. Und so ein Startup aus meinem Wahlkreis, meinem ehemaligen aus Darmstadt, die Wingcopters, die fliegen jetzt in Afrika und machen da die Testflüge, um zu beweisen, dass ihre Drohne eben am Stück so und so oft die 60 Kilometer fliegt, was abliefert und wieder zurückkommt und wieder fliegt und was abliefert und wieder zurückkommt. Und das ist natürlich wirklich schade, weil wir vergeben uns da so viel, was so Anwendungsfelder anbelangt und da eine Weiterentwicklung. Ne? Bestes Beispiel immer noch MP3-Player, in Deutschland entwickelt, aber in Amerika vermarktet. Und es ist doof. Das sollte eigentlich nicht passieren. Mhm. Wir können nicht dauernd darüber lamentieren, dass wir da so ins Hintertreffen kommen, wenn wir da nicht auch mal ein bisschen schneller vorangehen. Kerstin, was würdest du sagen, warum ist die USA da schneller? Sind die weniger bürokratisch und machen dann einfach? Und ich glaube, in den USA, durch die flexibel zu sein, geht auch einher, Risiken einzugehen.
Und ich glaube, man ist eher bereit, Risiken einzugehen, wenn auch möglicherweise kalkulierbare. Ein Beispiel ist unser Gründer, Adam, Adam D'Angelo, der hätte Quora nicht gründen müssen. Der gehörte zum Facebook-Team, Gründungs-Facebook-Team, war CTO, hat sehr viel Geld verdient mit Facebook. Ihr könnt nachlesen, was der ist, glaube ich, 750 Millionen Dollar Privatvermögen. Aber er hat Facebook verlassen, weil er seinen Traum verwirklichen wollte, Quora zu gründen. Nämlich, weil er sagt, das Wissen der Welt ist in den Köpfen der Leuten oder in Büchern oder nicht verfügbar oder eben noch nicht im Internet. Das will ich auflösen. Und ich will das anders machen als Wikipedia. So, deswegen hat er Quora gegründet. Klar, jetzt kann man sich hinstellen, Deutsche neigen ja dazu und sagen, naja, 750 Millionen im Hintergrund kann ich das auch. Deswegen meine ich ein kalkulierbares Risiko. Aber das hat er gemacht. Er hätte auch in der komfortablen Situation bleiben können, bei Facebook zu bleiben. Und dass er jetzt so erfolgreich geworden ist mit Quora, das wusste er nicht. Er hat mit 100 Leuten angefangen. Mit 100 Leuten, also er hat mit 3 Leuten das Unternehmen gegründet und hatte 100 Leute als User. Wir haben jetzt 200 Millionen jeden Monat. Und das über einen Zeitraum von 9 Jahren. Das geht mit sehr viel Passion und mit Risikobereitschaft. Mhm. Wenn wir jetzt gerade mal bei diesem Punkt Amerika bleiben, weil da würde ich jetzt gerne eine Frage aus dem Publikum mit reinnehmen, die mich über das iPad erreicht hier. Hier schreibt jemand, ich bin Amerikanerin und wohne jetzt in Deutschland. Glauben Sie, dass Amerika für Frauen einen besseren Arbeitsmarkt ist, bildet? Also ich bin ja der Meinung, konzentriert euch doch gar nicht so sehr auf dieses Frauen-Männer-Thema, sondern darauf, was eure Talente sind. Und wenn man die authentisch, passioniert rüberbringt und irgendwie seine eigenen Ziele nicht so aus den Augen verliert, dann ist es im Grunde egal, ob man in Deutschland oder Amerika ist, glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Also ich glaube, ich könnte mich ja hinstellen und sagen, wäre ich mal bloß nie weggegangen aus Deutschland. Ich war schließlich bei der FAZ und da wäre ich dann auch noch heute und möglicherweise wäre ich da jetzt im Board von oder so. Ja, hätte Fahrradkette. Hätte auch sein können, dass das alles nicht passiert wäre. Was ich damit meine ist, ich hätte eine andere ähnliche Karriere auch in Deutschland machen können. Das hat jetzt nicht so viel mit Amerika zu tun. In Amerika, vielleicht was ein Unterschied ist, ich glaube Amerika, wenn man sehr individuell ist, wird das honoriert. Wenn man dieses Trademark, dieses Branding gut, und damit meine ich jetzt nicht taktisch, sondern authentisch rüberbringt, dann kann das sehr zum Vorteil genügen. Während es hier in Deutschland noch so viele formalen Stolpersteine gibt, die gibt es in Amerika nicht. Meinst du, hast innerhalb von 2 Wochen Vertrag. Ja. Meinst du, dass dieses, wenn man jetzt irgendwie sehr individuell ist, auch in Bezug auf, wie die sich zum Beispiel dort auch vermarkten, ne? Also wie sie auch selbst als Marke tatsächlich stehen, Brigitte hat es vorhin erwähnt, jetzt, ob das über Social Media ist und so weiter, ist es etwas auch, was du dort stärker gelernt Absolut, hast? Absolut, ja. Und wie bist du auch konkret, also wie gehst du da voran? Schlägst du dich auch selber vor für Dinge oder postest du, wenn du irgendwo bist? Also was hast du so für Tipps auch für das Publikum? Also in meinem beruflichen Umfeld, das nützlichste digitale Tool für mich ist LinkedIn. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich für LinkedIn gearbeitet habe, sondern was ich zum Beispiel bei LinkedIn mache, ich akzeptiere jeden. Ich akzeptiere jeden, der sich mit mir verbinden will, egal ob ich die Menschen kenne oder nicht. Heute kriegst du ganz, ganz viele Kontaktanfragen. Ja, und das ist, weil ich das für, das ist für, hat für mich überhaupt ja, keinen privaten... Bitte? Aber was hat das dann für einen Wert? Ich mache das auch, aber ich habe irgendwie zigtausend Verbindungen und ich kenne irgendwie 2 Hände voll.
Das hat was mit Visibilität zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass ich dadurch, also in Amerika zum Beispiel ist es auch kein Thema, Leute anzusprechen. Hey, ich bin mit dir verbunden, wir haben das und das gemeinsam oder wir kennen die und die Menschen gemeinsam. Ich hätte da folgende Idee, hättest du mal 5 Minuten auf einen Kaffee, für mich Zeit, das klappt. Jetzt nochmal, ich bin 14 Jahre weg. Ich weiß nicht, ob das so gut in Deutschland klappt. Aber das ist für mich ein Social Media Tool, was ich gerne nutze. Das hat aber für mich überhaupt keinen privaten Ansatz. Während ich bei Facebook sehr vorsichtig bin. Bei Facebook habe ich kein Public Profile und kenne jeden, den ich dort akzeptiere. Wenn wir uns jetzt nochmal den Diversity-Part konkret anschauen, ich habe da eine sehr interessante Frage an dich, Brigitte, erhalten, bei der ich sehr schmunzeln muss. Ich lese sie jetzt einfach mal vor. An Brigitte Zypris, jetzt wo Sie nicht mehr Ministerin sind, wer setzt sich für Frauenförderung und Diversity in der Regierung ein? Kenne die CDU sehr gut. Hashtag gibt noch viel zu tun. Ja, naja, das habe ich ja hinreichend deutlich gemacht. Dieses viel zu tun gibt es eben schon seit ganz vielen Jahren. Also ich habe ja schon Anfang der 80er damit gearbeitet und mich dafür eingesetzt bei bestimmten Themen. Ich war in der Verfassungskommission, wo wir festgelegt haben, dass man eine minder repräsentierte Gruppe staatlich fördern darf. Also das sind diese ganzen Gesetze, die Frauen im öffentlichen Dienst bevorzugt befördern, wenn keine 50% im öffentlichen Dienst in einer bestimmten Hierarchiegruppe erreicht sind. Und all die Sachen, die brauchten ja alle eine rechtliche Fundierung, weil an für sich ist es ja verboten, einen zu bevorzugen. Nach Artikel 3 sind sie ja alle gleich. Will sagen, also das haben wir schon ganz lange. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder welche, die sich das zum Thema machen. Wir haben eine Ministerin, die das tut, Franziska Giffey. Die Frauenministerin, ich glaube, da haben wir eine wirklich sehr engagierte, taffe neue Ministerin, die das sehr gut macht, schon jetzt, und die das sicherlich auch weiter gut machen wird. Und ich hoffe, dass es auch ansonsten im Digitalbereich noch jemanden geben wird, der sich da dieser Thematik ein bisschen stärker annimmt. Also das Wirtschaftsministerium ist ja leider bei Frauen jetzt nicht mehr so gut bestückt. Aber es gibt jetzt eine Staatssekretärin, das macht Hoffnung, eine Beamtete. Und irgendwie muss man sehen, dass da das Thema der Hashtag starke Frauen, starke Wirtschaft, den ich da eingeführt habe, dass der noch weiter bespielt wird, auch von dem Haus. Was hast du in deiner Zeit sowohl jetzt als Staatssekretärin als dann auch als Bundesministerin für Wirtschaft, speziell auch im Wirtschaftsministerium, du hast ja sehr viele Events jetzt auch, ob das im Startup-Bereich war, ob das jetzt starke Frauen, starke Wirtschaft war. Was waren so die drängendsten Fragen hinsichtlich auch Diversität von Frauen, die an dich rangetragen worden sind? Du hattest einen Aspekt aufgegriffen in deiner Keynote, einen von vielen, nämlich das Thema Zugang zu Geld, Finanzierung. Genau. Ist das etwas, wo du gemerkt hast, ja, das ist ein Punkt, der kommt immer, wird immer an mich herangetragen. Und wie ging das vonstatten? Naja, in der Regel hatte ich ja dann Kontakt zu Gründerinnen. Und die Gründerinnen sind dann in der Situation, dass sie Geld brauchen. Oder sie sind in der Situation, dass sie, was mich ja teilweise verblüfft hat und was ich klasse fand, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt mein Leben ganz verändert, ich habe jetzt gegründet und da habe ich gedacht, dann kann ich auch gleich Kinder bekommen und bin jetzt entweder schwanger oder habe ein kleines Kind. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch immer wieder ein Thema gewesen. Obwohl wir in Berlin ja eigentlich sehr gute Bedingungen haben, verglichen mit manchen anderen Teilen in der Republik, ist es trotzdem nicht einfach. Und auch heute Morgen bei der anderen Veranstaltung war das wieder Thema, dass es doch gar nicht so einfach ist, das immer bewerkstelligt zu kriegen, zumal wenn man alleinerziehend ist. Das haben Sie ja auch angesprochen in Ihrer Keynote, dass man da schon ein Netzwerk braucht. Und das hat eben auch nicht jeder. Also wenn die Eltern oder irgendwelche anderen Verwandten nicht in der Stadt sind, dann ist man auf Freunde angewiesen. Freunde arbeiten in der Regel auch, bla 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 und so weiter. Also das ist halt irgendwie ganz schwierig. Deswegen bleibt es dabei, wir müssen das staatlicherseits noch besser organisieren.
wir brauchen staatlicherseits noch eine bessere Hortbetreuung vor allen Dingen, weil in der Regel geht es mit den Kitas, es geht auch noch mit dem, also mit dem Kindergarten, aber wenn die dann in die Grundschule kommen und dann auf einmal nur noch 3 Stunden Schule am Tag haben, weil die Lehrerin krank ist und dann irgendwie ab 11 Uhr müssen sie aber irgendwie versorgt werden. Und da müssten die Hortplätze sind notleidend, auch in Städten wie in Berlin und in vielen anderen Bereichen der Republik allzumal. Ich weiß es aus dem Rhein-Main-Gebiet oder ich weiß es auch aus München. Das ist einfach schlecht. Und da muss der Staat auch besser werden. Da muss der Staat insgesamt sagen, da haben wir auch eine Bringschuld. Kerstin, jetzt bei diesem ganzen Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, brauchen wir da eigentlich noch, also wenn wir Diversität wirklich komplett begreifen in seiner ganzen Konzeption, brauchen wir da nicht auch diesen Blick zu sagen, naja, es sind ja eben einerseits die Frauen, aber auch viel mehr Männer. Es kommt vielleicht auch eine Generation von Männern, du hast angesprochen, die die richtigen Partner sind, die einen da sehr stark unterstützen. Brauchen wir da nicht diese Awareness auch für Männer zu sagen, hey, ist völlig okay, wenn du zu Hause bleiben willst? Und wie ist das auch jetzt Vergleich Deutschland-USA? Wie erlebst du das? Also erstmal finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sucht euch den richtigen Partner. Daran scheitert es leider ja sehr, sehr oft. Ich habe das Gefühl, dass es, um jetzt für meine Welt in Amerika zu sprechen, dass es bei den jungen Leuten anders ist als zum Beispiel noch in meiner Generation. In meiner Generation war es immer noch, ich werde jetzt 50 Jahre alt und ich bin zur Universität gegangen, all das war mir offen, stand mir offen und Gott sei Dank, dafür musste ich nicht kämpfen. Aber es war dann doch relativ klar, dass derjenige, der mehr Geld verdient, nicht zu Hause bleibt. Und wer war das? Natürlich war das mein Mann. Jetzt war es auch so, ich wollte aber natürlich auch gerne erstmal zu Hause sein für die Kinder. Das ist ja dann auch immer noch so dieser emotionale Zwiespalt, in dem man steckt. Aber ich wäre in Deutschland sicherlich viel früher wieder zurückgegangen in den Job. So, ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade ein bisschen in der jüngeren Generation. Das ist egalisierter. Ich habe viele, viele Kolleginnen, die auf absoluter Augenhöhe mit ihren Partnern sind, die beide Fulltime arbeiten, die beide, wo ich will nicht sagen, die beide das gleiche Geld verdienen, ganz sicherlich nicht. Das ist nämlich ein Kanal, den wir noch nicht gefixt haben, die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern. Am Ende des Tages ist es so einfach. Derjenige, der mehr Geld verdient, der wird immer sagen, ja, wenn ich zu Hause bleibe, wie wollen wir dann den Rest des Lebens finanzieren? Also, out of a sudden bist du 3+ Jahre zu Hause und hast dann einfach, ist sehr, sehr viel schwieriger zurückzugehen und auf demselben Niveau weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Wenn Frauen das gleiche Geld verdienen würden wie Männer, würde Frauen es auch leichter gemacht werden, zu sagen, nee, bleib du doch zu Hause, wir verdienen das gleiche Geld. Gibt gar keinen Grund, dass ich zu Hause bleibe. Oder man teilt es sich auf. Und deswegen ist mein Rat, macht euch nicht abhängig. Macht euch finanziell nicht abhängig. Und wenn ihr 32 Jahre alt seid, ich sage das, weil meine Kollegin, die den italienischen Markt gerade aufbaut, die ist, weiß ich nicht, sagen wir mal, die ist 34 Jahre alt, auf absoluter Augenhöhe mit ihrem Mann, beide haben tolle Jobs und die denken darüber nach, jetzt eine Familie zu gründen. Und mein Ratschlag ist, überlegt euch das gut, wie ihr das dann aufteilt. Wenn du, in Amerika ist es ja ganz üblich, nach 6 Wochen, nach 12 Wochen wieder zurückzugehen in den Job, auch weil der finanzielle Druck da ist und weil wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch so nicht haben. Ja. Ja, wir haben keinen Erziehungsurlaub. Und was ich dann irgendwann von ihr zurückbekommen habe, und jetzt kommen wir zu diesem Mentorenprinzip, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass sie sagt, danke, große Schwester. Bitte was? Danke, große Schwester. So. Für das, was ich ja dann so mit auf dem, was weiß ich denn, ob das klappt am Ende des Tages. Aber das ist meine Beobachtung. Und was beobachtest du, um nochmal auf diesen Aspekt zurückzukommen,
was, was sozusagen Männer betrifft, die tatsächlich auch selber sagen, ich gehe jetzt auch mal in Elternzeit. Ist das etwas, was schon angekommen ist in den Unternehmen oder wird es eher belächelt an der einen oder anderen Stelle? Also müssen wir nicht anfangen, tatsächlich an dem Punkt noch stärker zu arbeiten? Ja, ich glaube schon, dass das Bewusstsein weiter geschaffen werden muss. Ich kenne auch nicht so viele, auch nicht in Amerika, Männer, die zu Hause bleiben. Also ich kenne viele, die sagen, ich nehme eine Auszeit. Ganz, ganz viele, viel mehr als hier. Viele junge Leute, die sagen, weil die auch genau wissen, die kriegen morgen einen neuen Job, wenn die Ingenieur sind zum Beispiel. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und die machen Weltreisen, dieses Sabbatical. Das ist unglaublich verbreitet, viel verbreiteter als hier. Das hätte ich mich nie getraut. Das hätte ich mich in Deutschland nie getraut zu sagen, ich setze mal für ein Jahr aus. Diese Brüche in den Lebensläufen, das ist in Amerika etwas, was sogar honoriert wird. Da wird gesagt, ach, gucke mal, die machen sich einen Kopf frei, die gehen, die machen eine Weltreise, die bauen, was weiß ich, Brunnen in Afrika. Aber das ist jetzt weg von deiner Frage zu Hause bleiben. Nee, ich glaube, da ist noch sehr viel Grundlagenarbeit zu tun. Wenn wir jetzt bei diesen verschiedenen Lebensmodellen und oder Definitionen von Arbeit und auch irgendwie privat sind, sind wir auch sehr schnell beim Thema, wie viel arbeite ich tatsächlich eigentlich? Und deswegen fragt hier auch jemand, brauchen wir eigentlich nicht auch Unternehmen, die keine Angst davor haben, eine Frau mit 30 statt 40 Stunden einzustellen? Ich würde jetzt auch mal Frau oder Mann. Jobwechsel in Teilzeit geht so gut wie nicht. Brigitte, doch, doch. Wie siehst du das? Jobwechsel in Teilzeit geht schon. Die Frage ist nur, geht es dann auch wieder zurück? Das ist das Problem. Und das funktioniert nicht. Und dafür machen wir jetzt gerade ein Gesetz, das war heute gerade im Kabinett, dass man einen Rückkehranspruch hat von Teilzeit in Vollzeit. Weil das ist nämlich so ein Teil der Falle, in die Frauen dann laufen. Sie reduzieren, wenn sie kleine Kinder haben. Und dann sind die Kinder größer und sie könnten wieder Vollzeit arbeiten, aber dann kriegen sie keine Vollzeitstelle. Und dann bleiben sie eben auf ihren 30 Stunden und dann haben sie hinterher das Problem mit der Rente. Weil man kann natürlich nicht, wenn man irgendwie 30 Jahre nicht voll eingezahlt hat, erwarten, dass man hinterher einen vollen Rentenanspruch hat. Das funktioniert eben auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ein Bewusstsein schafft und auch sagt, hier, es geht jetzt nicht nur um heute, sondern es geht auch um das Morgen. Und das heißt auch, ihr müsst dann irgendwie entweder mehr arbeiten oder anders nochmal ansparen. Also ich muss sagen, ich war jetzt letztlich gerade ganz erfreut. Da war ich zu Besuch bei einem jungen Ehepaar mit zwei Kindern, beide Ärzte allerdings. Ich meine, wir reden hier immer von irgendwie privilegierten Schichten des Volkes. Beide Ärzte, wo sie jetzt zu Hause bleibt und wo die ganz offen diskutiert haben und sie hat gesagt, dann will ich aber, dass du mir die Differenz ansparst in der privaten Rentenversicherung. Und das macht er auch. Also das war das erste Mal, dass ich das so mitgekriegt habe, dass das jemand so fordert oder eine Frau so fordert und der Mann ist eben auch, das gehört dann eben auch zu der Absprache, fand ich super. Denn das ist dann nämlich an anderer Stelle, wird das dann oft prekär. Wenn wir jetzt bei dem Thema Regularien nochmal sind, ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten, weil gerade das Thema Frauenquote ist eine eigene Diskussion. Trotzdem will ich es einmal kurz hier aufs Tableau bringen, weil auch jemand fragt, Frauenquoten in Unternehmen werden auch oft belächelt. Auch die hat den Job nur, weil sie eine Frau ist und nicht, weil man sie als qualifiziert betrachtet, respektive ansieht. Kerstin, wie stehst du dazu? Ja, es gibt ja bei uns keine Frauenquote. Ich bin nicht so ein Fan von Frauenquote, ehrlich gesagt. Also, Beispiel. Wir haben die Community Country Manager, die bei Quora die einzelnen Sprachversionen, die expandieren, die da in die einzelnen unterschiedlichen Sprachen und die für den Markt verantwortlich sind, sind alles Frauen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt das denn? Und die Antwort ist ganz einfach. Unser Chef ist ein Mann.
Aber der hat auch einen leicht anderen Job. Ja? Der macht den Job international und der geht nicht so in die Details rein und muss die Community nicht so leiten und aufbauen, wie wir es machen müssen. Der hat gesagt, und jetzt kann man das kritisieren, man kann aber auch einfach sagen, meine Güte, am Ende des Tages ist es aber so. Der hat gesagt, was muss jemand mitbringen für diesen Job? Und was man für diesen Job zum Beispiel mitbringen muss, ist eine gehörige Portion Empathie. Und gleichzeitig aber nicht 100%, den ganzen Tag nur voller Mitleid in diese Community hineingehen, sondern auch draw the line, auch mal streng sein können, auch sagen können, wir haben unsere Regeln auf Quora, du verstößt gegen die, du bist raus. Wir verbannen dich von der Seite, weil du, was weiß ich, überzeugter Nationalsozialist bist. Geht auf unserer Seite nicht, ja? Musst du dich mit abfinden. Und das heißt, möglicherweise ist das etwas, was Frauen auszeichnet oder was empathisch sein können, bringen aber gleichzeitig auch eine gewisse Strenge mit. Jetzt hat es sich so ergeben, wir sind alles Frauen. Wir haben jetzt 6 oder 7 Sprachversionen. Das hat nichts mit einer Frauenquote zu tun. Das ist ein Requirement. Das ist etwas, was in der Jobbeschreibung drin stand. Wie kann die Quote denn helfen, Brigitte? Ja, das ist ja nun evident, dass die Quote hilft, Benachteiligungen zu überwinden. Also die Parteien, die ein Restverschlusssystem haben, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, für ihre Listen zu Wahlen, egal ob zum Bundestag oder zum Landtag, haben mehr Frauen in den Parlamenten als die, die sowas nicht haben. Weil da eben keiner drauf achtet. Da setzen sich halt die Jungs durch. Ich meine, Aber ist es nicht interessant, dass wir da trotzdem keinen Unterschied haben von der prozentualen, weil du hast es vorhin doch gesagt. Doch, haben wir. Verglichen mit Amerika? In der Politik. Wir haben keine Frauenquote und jetzt könnte man ja sagen, in Deutschland gibt es eine Frauenquote, mehr Frauen sind in Jobs, mehr Frauen sind vielleicht auch in Führungspositionen, das ist nicht der Fall. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem Frauenanteil in Amerika und dem Frauenanteil in Deutschland. Naja, wir sind ja gerade dabei, das durch die Quote zu beheben. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent Frauen das gibt es ja nicht in dem Sinne, Aufsichtsräte, weil es ja das One-Board-System in den USA gibt. Insofern kann man es nicht ganz vergleichen, aber es gibt ja auch in den USA nur ganz wenige herausragende Frauen, die in irgendwelchen großen Unternehmen sind. Und die große Masse eben, ich habe ja die Zahlen genannt, 87% bei Facebook, 84% waren es, glaube ich, bei Google. Große Masse sind eben dann Männer und das sind eben die weißen Männer um die 30, die da überall das Sagen haben. Und meine Erfahrung ist wenigstens, dass eine Quote hilft oder dass solche Vorgaben helfen, egal wie jetzt. Also bei Aufsichtsräten haben wir es gehabt, da haben wir eine größere Zahl inzwischen, bei den Parteien hat es funktioniert. In der öffentlichen Verwaltung hat es in gewisser Weise funktioniert, da fehlt es uns immer noch ein bisschen in den Spitzenämtern. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Aufsichtsrat sind, du hast es nämlich vorhin angesprochen und ich hatte vor kurzem einen sehr spannenden Artikel im Handelsblatt gelesen, der besagte, dass in den nächsten Jahren vor allem sehr, sehr stark Leute in diesen Aufsichtsräten gesucht werden, die natürlich diese oft zitierte Digitalkompetenz mitbringen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, dann sind ja eigentlich diejenigen Frauen, die jetzt da in diesen Branchen sind, in den Digitalbranchen, eigentlich die absoluten Anwärterinnen genau für diese Jobs. Genau. So. Wie kriegen wir das denn hin? Quote ist das eine, aber was kann ich vielleicht irgendwie, wie kommt man da hin? Also braucht es da auch ein gutes Netzwerk oder muss ich da irgendwie gucken, dass ich mit den richtigen Leuten mich vernetze? Franzi Kühne ist ja so ein Beispiel, eine der jüngsten Aufsichtsrätinnen bei uns in Deutschland, die tatsächlich das in Anführungszeichen geschafft hat. Also ist das eine Chance, diese Aufsichtsratsnummer darüber auch das Thema Diversity noch stärker zu verankern? Na, die Idee, die dahinter steckt, ist ja eigentlich eher die, dass die Aufsichtsräte ja die Kompetenz haben, die Vorstände zu bestellen. Also geht ja jetzt nicht nur darum, ich meine, geht auch darum, dass die Frauen auch ihren Anteil am Kuchen kriegen, aber es geht eben auch darum, was macht ein Aufsichtsrat? Und jenseits der Unternehmensstrategie geht es eben auch um die Bestellung von Vorständen. So. Und wie macht man das? Also es gibt einmal FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, eine Organisation,
von Frauen, die sich schon vor, da war ich noch Bundesjustizministerin, gegründet haben, um Frauen dazu promoten und stärker nach vorne zu bringen. Man muss natürlich im Zweifel bei irgendwelchen Personal-Hunting-Agenturen Bescheid sagen und sich da mal vorstellen und mit denen reden und sagen, hier, ich würde das machen, das ist mein Profil, weil das ja dann doch oft darüber geht. Aber ich habe es auch gehört, also ich bin selber in keinem, deswegen weiß ich nicht, aber ich habe es auch gehört, dass es eben viel über persönliche Kontakte geht. Also man muss dann eben auch schon in diesem Wirtschaftszweig irgendwie unterwegs sein, Leute kennenlernen, damit die auf die Idee kommen zu sagen, hey, die wäre doch was. Vielleicht ist auch nochmal so ein Ansatz, anders zu sein als andere und vielleicht mal so ausgetrampelte Wege zu verlassen. Nochmal, ich weiß nicht, wie gut das in Deutschland funktioniert. In Amerika funktioniert das sehr gut. Wie ich Jobs suche, das ist natürlich dadurch, dass ich Nischen besetze, ist es vielleicht sowieso schon etwas einfacher für mich. Aber wenn ich zum Beispiel Bewerbungen schreibe, schreibe ich die ich schreibe nicht die typischen Coverletter, die als Musterbeispiele online abzurufen sind. Das mache ich nicht. Ich habe bei dem Quora-Job habe einen Satz geschrieben und der hieß so in etwa, trinke gerade Kaffee, sehe diese Jobbeschreibung, finde, das bin genau ich, Resume ist angehängt, würde mich über einen Anruf freuen. Ich hatte an dem Nachmittag den Anruf. Das heißt jetzt nicht, dass das immer so klappt. Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn ich sowas hier in Deutschland schreibe. Aber einfach mal ausprobieren. Einfach mal weg von diesen Autobahnen. Mal eine Ausfahrt nehmen, die man noch nicht kennt. Naja, ich glaube tatsächlich auch, also du hattest vorhin das Thema CEOs auch angesprochen, da eine Variation reinzubringen. Und ich weiß nicht, wer von euch John Ledger folgt auf Instagram, der CEO von Telekom in den USA. Ich meine, der ist ja das beste Beispiel für Individualität. Ob das jetzt ein bisschen zu bunt ist, sei mal dahingestellt, aber hat ja eine ganze Garderobe, wo er nur in Telekom-Klamotten durch die Gegend läuft und bist auch live morgens mit dabei, wenn er in seinem Fitnessstudio sich fit für den Tag macht. Insofern, aber was ich tatsächlich beobachte, ist, dass die Rolle des CEOs in Deutschland sich auch verändert. Die werden natürlich politischer, die werden gesellschaftlicher, auch diejenigen, die in den Boards sind, ob das eine Janina Kugel ist, die da sehr stark auch im Diversity-Bereich sich einsetzt. Insofern sehe ich zumindest eine große Chance und würde mich da in dem Bereich Individualität auch anschließen. Bevor wir jetzt zu unserer Abschlussrunde kommen, vielleicht noch zwei persönliche Tipps von euch. Wir hatten in der vorherigen Runde sehr viel über Mentoring, Netzwerke und so weiter gesprochen. Brigitte, du hast es auch erwähnt, so okay, sucht euch eure Bühnen und so. Was wären so eure zwei Tipps? Wie kann ich wirklich selbst aktiv das Thema Karriere in Zeiten auch von neuer Arbeitswelt, Digitalisierung pushen? Wer will anfangen? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist nach wie vor der Satz, trau dich, machen. Da sind wir uns wahrscheinlich auch sehr schnell einig, weil das fehlt an vielen Stellen. Und der andere ist, gerade in diesen neuen Digitalzeiten, glaube ich, schadet es auch nicht, wenn man in diesen digitalen Netzwerken, also in den Social-Netzwerken unterwegs ist. Also wenn man auch da sich durchaus engagiert und die Sache des Unternehmens dann in dem Fall auch voranbringt. Ich glaube, es hat keinen großen Sinn, morgens zu zeigen, wie man seine Kleiderschrankauswahl trifft. Aber die Themen des Unternehmens mitzutriggern, glaube ich, kann durchaus vorteilhaft sein. Ja, Kerstin? Netzwerk, stimme ich dir zu, ist, glaube ich, key. Und eine andere Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, wenn du mit einer frischen Perspektive und frischen Ideen in ein Unternehmen kommst, hat das zum Teil eine höhere Wertigkeit als eine lange Erfahrung im Bereich XYZ. Also sich auch einfach mal, genau, einfach mal raus damit, einfach mal Ideen skizzieren, einfach mal sagen, was hältst du denn davon?
Es gibt diesen blöden Satz, aber ich finde den, der, also ich sag das meinen Kindern immer, du bist größer, als du denkst. Mhm. Das ist, finde ich, ein ganz wunderbares Schlusswort. Ihr seid alle größer, als ihr denkt, und zusammen sind wir noch stärker. Insofern, jetzt stärken wir uns tatsächlich. Jetzt geht es nämlich in die Pause. Um 15 Uhr machen wir hier weiter und haben noch ein bombastisches Programm. Insofern solltet ihr das nicht verpassen. Das war ja jetzt schon mega gut alles, aber es geht noch mehr an der Stelle. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns um 15 Uhr wieder. Vielen Dank. Danke.